Hallo und herzlich willkommen zurück bei Chaos auf Deponia. Tja, in der letzten Folge habe ich... Ja, halt die Klappe da unten. In der letzten Folge habe ich noch weiter versucht, irgendwie Bozo und diese komische Donna zu verkuppeln, aber irgendwie kann ich den Gondoliero nicht so richtig aufhalten. Ich denke, ich meine, die Krabben, die wir durch das Rohr haben wandern hier lassen, die werden womöglich der Schlüssel sein, aber ich meine, hier raus kommen sie nicht, ist klar. Das Rohr haben wir dicht gemacht und außerdem... Ihnen scheint dieses Gejaule tatsächlich zu gefallen, was irgendwie Sinn macht. Immerhin haben sie keine Ohren. Das war doch hier das Rohr, was wir auf dem Marktplatz irgendwie auch... was wir hier so umsetzen konnten, das Rohr. Außerdem hat der Gondoliero doch was gesagt, von wegen, dass der Airbag immer vom Dock kommt. Dessen Werkstatt ist hier. Airbag-Kiste, ja. Noch ein neuer Airbag. Wie viele Ersatz-Airbags hat Doc denn nur auf Lager? Moment, ist das nicht... Das Rohr ist doch grün, das heißt... hier! Das gelbe Rohr hier führt doch hier in die Gasse. Da sind die Krabben doch hergekommen. So, jetzt haben wir das mal mit dem grünen verbunden. Wenn wir jetzt das Rohr wieder öffnen, müssten die doch jetzt nicht wieder in ihre Gasse zurück, sondern zu dem Ersatz-Airbag. Oh mein Gott. Leute, also manchmal sind diese Lösungen so simpel, aber wenn man sich alles vorher ansieht und dann nie wieder, dann denkt man sich echt, wie zum Teufel soll ich das machen? Und dann ist es so einfach. So, der Apotheker. Jemand sollte dem armen Teufel mal sagen, dass Punkte mittlerweile voll out sind. Der ist blind, du Idiot. Was? Wo? Kuckuck, verschwinde. Warte mal, was ist denn das? Haha. Ich würde gerne was kaufen. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Was soll's denn sein? Ah ja, hier. Coupons für die Gratisgurke. Woher bekomme ich gleich die Coupons für die Gratisgurke? Na, aus der kostenlosen Apothekenzeitschrift natürlich. Sie liegt hier irgendwo gut sichtbar aus. Tut sie nicht. Dann habe ich das letzte Exemplar wohl mit auf Gullivers Spelunkenklo genommen. Da waren wir doch. Und haben... Für mich erstmal gar nichts. Jeder das, was er verdient. Wir waren auf dem Spelunkenklo. Wir sehen uns. Spricht. Und haben das Klopapier hier mitgenommen. Nee, oder? Ist das hier vielleicht ein Rezept? Darf ich mal tasten? zumindest scheint es in Blindenschrift geschrieben zu sein. Auch wenn die Schrift etwas verschmiert ist. Aber ein Rezept ist das nicht. Verdammt! Diesmal war ich so sicher. Oh, warte noch. Das hier ist einer meiner Coupons. Wo hast du den nur gefunden? Man kann zum Glück nicht behaupten, dass er die ganze Zeit unter unserer Nase war. Dafür bekommst du eine Gratisprobe meines neuesten Zugangs. Kukumis Agnizio. Die Gurke der Erkenntnis. Okay. Die ist so neu, dass es noch keinerlei Studien über mittel- und längerfristige Folgeerscheinungen gibt. Cool! Okay. Gurke der Erkenntnis. Die Gurke der Erkenntnis. Hey, ich glaube, ich habe tatsächlich gerade eine Eingebung. Man sollte niemals einem Blinden blind vertrauen. Sonst dreht er einem den übelsten Mist an. Okay. Aber das wollte ich jetzt nicht allein machen. Wir haben jetzt das mit dem grünen Rohr verbunden. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt wieder zu Bozo. Zum Waffenladen, genau. Und drehen jetzt mal das Rohr auf. Dann dürften die eigentlich zu dem Airbag krabbeln. Lauf! Ihr seid frei! Aber nicht verlaufen. Tatsächlich.
Gut, jetzt müssen wir also nur den Gondoliero dazu kriegen, dass er sich den neuen Airbag jetzt auch holt. Oh, ey. Ich bin in der letzten Folge hier so rumgestolpert. Ich wusste nicht, was ich zu tun hatte. Und dann ist mir das so eingefallen, dass wir das Rohr ja... Ach ja. Dann ist mir das eingefallen, dass wir das Rohr, in dem die Krabben waren, ja auch umlenken konnten. Und mir ist auch eingefallen, alles offscreen, während ich einfach nur mal für mich selber überlegt habe, dass der Doc ja ständig den Airbag liefert. Okay. So, ich schätze mal, wenn wir den Bozo jetzt nochmal ermutigen. Oh je, Rufus. Glaubst du etwa immer noch, dass das eine gute Idee ist? Ja. Wenn er jetzt der Gondoliero kommt und hier singt, dürften die Krabben sich auf ihn stürzen. Du willst doch nicht etwa schon aufgeben, oder? Um genau zu sein. Komm schon, einmal noch. Wir brauchen deinen Satz. Verfluchter Hausierer! Wann lernt ihr es endlich? Wer seine Beine vollzählig mag, sollte niemals... Du schon wieder? Los, komm rein! Komm schon! Du hast Nerven, hier nochmal aufzutauchen! Ich bin wie ein Bumerang. Moment, das war kein Vorschlag. Sie ist auch so eine Krawallgurgel, oder? Ich glaube, für die brauchen wir da auch den Satz. Wenn ich mich recht erinnere. Komm schon, Bambina. Können wir das nicht überspringen? Ich muss nur meinen Satz sagen. Sind die und schon. Die Augen in der Kiste. Ich wollte 19 Sachen noch in meinem Leben machen, doch ich habe beim Erstellen der Liste eines nicht bedacht. Was beim Erstellen belanglos schien, rückblickend sollte Schrottlawinen von unten zu fotografieren, nicht auf Nummer 8. Oh, Sole mio. Oh, nicht schon wieder. Wie soll man sich bei dem Gejaule denn konzentrieren? Also, ich finde es romantisch. Raus, sofort! Alles klar, das Lied muss auch übereinstimmen. Paarungslied der Schrottkrabben, deswegen haben wir das ja auch noch. Okay. Können wir das dem einfach so auf das Dingsbums legen? Wie wär's, wenn du mal zur Abwechslung was anderes spielst? Hier. Das Paarungslied der Schrottkrabben. Magnifico! Endlich eine Canzone! Molto romantico! Und solange sind keine Schrottkrabben in die Nähe, ist es non pericoloso. Mille grazie. Den Dank würde ich mir sparen. So, jetzt muss das Lied auch noch stimmen. So, Bozo, nochmal. Oh je, glaub. Du willst umkommen. Verflucht, ihr wenn ich. So. Du schon, du. Weiß nicht, wie oft wir das jetzt hier schon versuchen. Komm so. 8., 9., 10. Mal oder so. Du hast Nerven hier nochmal auf. Ich, Moment. Ja. So, jetzt. Komm schon, Bambina. Können wir das nicht überspringen? Ich muss nur meinen Satz sagen und schon. Hörst du die Geräusche? Wenn ich mich nicht täusche, sind Schrottkrabben in unserer Uhr. Es quietscht und knarzt in einer Tür. Getrappe, geklirre, wenn ich mich nicht irre, sind Schrottkrabben im Tempelgraf. Dahin ist mein Schlaf. Blah, blah, blah.
Ich gehe an, so nicht bannen, du, wenn ich mich nicht verrennen, du, sind Schrottkrabben in unserer Uhr, was treiben die da drinnen? Er braucht schon wesentlich länger jetzt. Hörst du die Geräusche, wenn ich mich nicht täusche? Sind ab noch Stunden später Schrottkrabben im Chronometer. Dahin mit der Ruhe, wenn ich mich nicht vertue. Schrottkrabben im ZMS-Gerät und langsam wird es wirklich spät. Woher kommen jetzt plötzlich die Trompeten und Geiger? Was soll der Dreck? Ich will hier weg, ich dreh voll am Zeiger. Es geht mir auf den Wecker, schon seit Stunden lieg ich wach. Ich glaube, Mutter Hochzeit morgen fällt erstmal flach. Oh, nicht schon wieder. Oh. Ach du Scheiße. Was für ein Anblick. Los, Boso, sag es. Oha, jetzt wird's interessant. Hey, Puppe, kommst du öfter hier? Oh, Boso. Was? Wow, sechs Witz, Worte. Oder? Und doch das Tor zu einer neuen Welt. Das soll der Satz sein? Das ist ein Witz. Oh, oh, na gut. Was soll's? Was soll's? Wir probieren's aus bei Goal. Ich glaube zwar nicht, dass das was bringt, aber na. Eieiei. Tatsächlich. Hey, Puppe, kommst du öfter her? Bitte was? Hey, Puppe, kommst du öfter her? Soll das lustig sein? Erst verschleppst du mich und dann kommst du mit sowas? Ist dir am Ende gar nicht aufgefallen, dass ich wirklich, wirklich wütend bin? Hey, Puppe, kommst du öfter her? Autsch. Wow. Keine Schlägereien in meiner Bar. Es mag ein Treffpunkt für den übelsten Abschaum sein, aber es gibt immer noch Regeln. Er hat angefangen. Ich hab nichts gemacht. Da hat er recht. Es ist kein Verbrechen, wie ein Idiot rumzulaufen. Aber sich wie ein Idiot zu verhalten vielleicht? Hey, hab ich gesagt. Das Glück, dass ich keine Frauen schlage. Kannst es ja mal versuchen. Vielleicht fange ich damit an, dir den Hintern zu versohlen. Wenn du scharf auf einen gebrochenen Kiefer bist. Wow, wow, wow. Hier auf dem schwimmenden Schwarzmarkt klären wir unsere Streitigkeiten auf zivilisierte Art. Es gibt nur ein Mittel, um euch Streithähne wieder auf Spur zu bringen. Schnabeltier-Bataka. Hä? Was ist das denn jetzt? Okay. Auf geht's! Oh mein Gott. Was soll das denn jetzt? Let's get ready for another violent round of Platypo! Oh mein Gott. Fight! Ja, nee, ist klar. Au. Oh. Hier läuft eine Zeit ab, okay? Ja! Don't shield your balls! Au, oh, scheiße. One kidney left! Alles klar, man hat hier drei. Hey, oh. Okay. Das ist fies. Das heißt noch gar nichts. Ich wollte sie ja gewinnen lassen. Ist klar, aber Rufus. Es kann auch nicht schaden, meine berüchtigten Rufus-Reflexe zu trainieren. Uiuiuiui. Zum Marktplatz, hm? Trainingspuppe. Okay, Leute. Das geht hier alles ein bisschen schnell. Wir machen hier an dieser Stelle in der nächsten Folge weiter und lassen dann auch mal wieder Poki quatschen. Bis dahin, tata!